Moin, moin, Kinas, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir mussten die letzte Folge leider wieder neu anfangen, nachdem ich ziemlich extrem blöd gestorben bin. Und ich warte einen kurzen Moment, bis meine Frames sich wieder ein bisschen beruhigt haben. Wundervoll. Ja, ich bin eigentlich durch eine Horde von Monstern gelaufen. Ohne irgendeine Art von Rüstung. Und bin deswegen draufgegangen. Und durfte natürlich nochmal wieder ganz am Anfang spawnen. Was auf jeden Fall ein richtiger Fun war. Ja, wird das hier noch was? Na, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Gut! Ich ruckel trotzdem ganz schön umher. Na gut, kein Problem. Wisst ihr was, ich lasse mich davon auch nicht mehr ärgern. Bin jetzt in diesem Spiel gestorben und zwar total dumm und unnötig. Hab ständig irgendwelche fucking Frame-Einbrüche. Frame vor allem. Frame the game. Mich juckt das gar nicht mehr. Ich stehe da jetzt drüber. Können mich alle mal am Arsch lecken. Genau, ein Bettchen wollte ich mir auch noch bauen. Dafür brauche ich immer meine Werkbank. Und ein bisschen Wolle. Ja, ich muss mir jetzt wieder alles neu bauen. Ist leider so. Traurig, aber wahr. Was ich wieder für ein Shit dabei habe, ne? Ist unglaublich. Also wenn du hier ein bisschen rumläufst und irgendwelchen Scheiß einsammelst, dann ist das Inventar ganz schnell voll. Egal. Ja, weißt du was, lassen wir den noch abfackeln. Ich will noch ein bisschen hier entdecken. Entdeckungen machen. Nehme ich gerne mit. Bratschneller. Vor allem, ich habe keinen Bock, dass es jetzt gleich wieder dunkel wird, was es jetzt natürlich auch wird. Das macht gar nichts, Leute. Dann buddeln wir uns hier einfach wieder ein kleines Versteck. Da haben wir sogar noch so einen coolen Stein, was auch immer Stein da unten. So. Einfach mal ein kleines Versteckchen bauen. Könnt ihr mir vielleicht auch mal eine Fackel hinstellen, ne? So. Dankeschön. Oh, es wird ja doch ziemlich dunkel hier, ne? Ich glaube, wenn ich mich hier so reinbaue, sollte ich einigermaßen safe sein. So. Gute Nacht! Das hätte ich auch mal in der letzten Folge machen sollen, als dann es Nacht war und die ganzen Monster da waren, aber nein! Was mache ich natürlich? Creeper? Kein Creeper, okay. Meine größte Angst. Naja, was mache ich natürlich Schönes? Ich lauf einfach durch die Gegend. Gönn mir einfach mal. Ich meine, hey, wieso auch nicht? War ja total safe, wie man gesehen hat. So, noch ein Stack. Oh, das sollte aber auch erstmal reichen, ne? Natürlich nehmen wir das letzte hier noch mit. Dankeschön, Dankeschön. So. So, ich nehme einfach einen Kürbis mit. Das wird jetzt mein Glückskürbis. Der wird mich dafür bewahren, dass ich nächstes Mal sterbe. Oder ich meine, man kann ja, ne, Kürbisse auch als Helm aufsetzen. Voll cool. Zumindest soll einen das gegen Endermänner schützen. Beziehungsweise die merken dann nicht gleich, dass ihr sie anschaut. Was ich definitiv gut finde,
Ey Leute, ganz im Ernst, das ist doch genau die Ecke, wo wir letztes Mal waren, oder nicht? Bin ich nicht genau hier runtergegangen und hab gesagt... Obwohl... Vielleicht lüge ich jetzt auch, ich weiß es nicht. Aber es sieht mir echt sehr nach der Ecke aus, wo ich gesagt habe, oh, jetzt gehe ich ein bisschen Boot fahren. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt in diesem Moment kein Holz habe. Also ich habe ein Holz, das reicht aber nicht annähernd für ein Boot. Darum müssen wir gucken, dass wir irgendwo noch Bäumchen finden. Ich hätte auch mal da drüben ein bisschen Holz mitnehmen können, aber nein. Aber nein, aber nein, aber da sehe ich schon Bäumchen. Und diese Kühe mit ihren trotteligen Gesichtern. In einer schönen Schneelandschaft. Oh, was ist denn hier los? Gar nichts, wie es scheint. Nicht viel! So. Gut, weiter geht's. Oh, ich hab wieder Hunger. Gut, dass ich mir richtig schön viel Fleisch gebraten habe. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie anfange, wie so ein Vollidiot zu gehen. Wow. Also ich muss sagen, das ist für mich zum Beispiel jetzt gerade auch wieder der totale Upturner, ey. Ich meine, ich hab tatsächlich jetzt wirklich ein Standbild gehabt für 10 Sekunden oder so. Und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, so kann ich nicht aufnehmen. Vor allem, weil es für euch sicherlich auch ätzend ist, da zuzuschauen. Und jetzt ist es wieder weg, ey. Aber trotzdem, das ist einfach nur scheiße. Ich verstehe das nicht, ey. Will mir echt nicht in den Sinn, warum das so ist. Das hatte ich früher in den Aufnahmen auch nie gehabt. Und da hattest du zwar ab und zu mal Lags gehabt und sowas, aber nicht so ein Scheiß, ey. Genau, ich weiß es auch nicht. Na, zumindest funktioniert es jetzt. Aber das ist tatsächlich in Fact eine Gegend, wo wir noch nicht waren. Also das kann ich hundertprozentig sagen. Komm, steig ein. Darum werden wir mal in die Richtung ein bisschen mit dem Boot fahren. In der Hoffnung, hier etwas Neues zu finden. Also wenn ich jetzt hier auch wieder so ein Pilz- oder Mesa-Biom finde. Mesa. By the way. Deutsche Übersetzung für Mesa-Biom. Tafelberg. Na, wer hätte das gedacht? Tafelberg. Der deutsche Name für ein Mesa-Biom. Voll cool. Also wenn wir jetzt nochmal sowas finden oder ein Pilzbiom oder so, dann werde ich echt ein bisschen wütend. Aber wie ich gerade sehe, oder wie ich gerade vermute, haben wir ziemlich viel Ozean vor uns. Mit ein paar kleinen Knubbeln. Die aber nicht sonderlich interessant sind. Und ich hatte mal in der ersten Welt, in der ich gespielt habe, bin ich ein bisschen rumgefahren und da habe ich halt wirklich eine relativ überschaubare, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, aber eine relativ überschaubare kleine Insel gefunden, wo da tatsächlich auch ein NPC-Dorf drauf war. Das war ziemlich cool. Muss ich schon sagen. Also sie war jetzt auch nicht so in den Weiten des Meeres, sage ich mal. Es war schon auch in guter Nähe zum weiteren Festland. Aber es war schon eine eigenständige Insel. Und das fand ich relativ cool.
Ja, gut, hier natürlich wieder Wüstenbiom, was auch sonst. Und was denn auch sonst? Zumindest haben wir hier ein paar Bäumchen, falls ich meinen Holzvorrat wieder aufstocken müsste. Obwohl ich ja noch ein bisschen was habe, also von daher mache ich mir da erstmal keinen Stress. Oh, das war eine ganze Menge Wüste, ne? Vor allem diese Wüstenhügel auch. Ist schon nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, ich war im Vorfeld, also bevor ich gestorben bin, ja auch nicht so super doll ausgerüstet. Von daher war es eigentlich ganz gut, weil ich dadurch halt diesen Standard schnell wieder herstellen konnte. Ja, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß und Boot. Komm hier. Woo! Am besten mach die scheiß Boote einfach mal kaputt, ey. Die sind sowieso, du steigst aus und dann schwimmen die auf einmal weg, weil du ein bisschen zu nah da dran standest und die vielleicht ein bisschen angeschubst hast. Nee, Leute, das muss ich nicht mehr haben. Denn wir gehen jetzt erstmal wieder ein bisschen an Land. In der Hoffnung, da was zu finden. Da drüben ist auf jeden Fall irgendwas Bauwerkmäßiges. Ich konnte jetzt aber nicht genau erkennen, was es war. Obwohl es da in der Wüste nicht viele Möglichkeiten gibt. Na gut, das ist ein NPC-Dorf. Sogar ein relativ großes. Gut, ich wollte gerade gucken. Ich dachte nämlich, ist das vielleicht so ein tiefes Loch gewesen? Und ich bin einfach mal ganz fesch da drüber gesprungen. Nee, es war eine überschaubare Gefahr, sagen wir es so. Okay. Okay, das ist anscheinend das NPC-Dorf des Antichrist. Okay, ihr kleinen Satanisten. Ihr habt sogar eine Schmiede, ne? Eine Höllenfeuerschmiede. Oh, sie haben Rüstung und einen Sattel und eine Rüstung und Äpfel. Das finde ich gut. Da muss ich doch echt mal Danke sagen. Sonst noch was Spannendes hier? Verkaufst du was Cooles? Was war das? Glück des Meeres, sehr schön. Ich glaube, das ist fürs Angeln gut, ne? Guten Tag. Rückstoß 2. Seid ihr alles solche scheiß Magier hier? Ist das so eine Magierstadt? Gott, das sind ja alles so eine blauen Typen, ne? Alles Bibliothekare. Hey, dadurch Bibliothekare, aber. Ihr seid verdammte Magier, Hexer, Zauberer. Oh, selbst hier beim Schlachter stehen die, ne? Was machst du für eine Verzauberung? Fleischleckerheit 2? Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht, ja gut. Das ist also die Stadt der Magier. Ich würde mich hier mal ein bisschen hinlegen, Leute. Du kannst nur nachts schlafen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist nachts. Also. So. Jetzt kunen wir weiter. Oh, ich weiß aber echt nicht, wohin, ey. Das ist auch echt schwierig. Gut, aber wir haben hier eine Magierstadt gefunden. Das ist doch sehr schön. Ich weiß, es ist natürlich keine richtige Magierstadt. So was gibt es nicht. Aber ich meine, da waren noch jetzt mal ganz im Ernst, da waren noch mindestens 10 Bibliothekare. Da können die mir noch nicht erzählen, ne? Da das nicht eine Verschwörung der Magietypen ist. Oh. Du kleines Pyramidchen, du hast wohl... Autsch. Du hast wohl gedacht, ich sehe dich nicht. Aber das war eine Fehleinschätzung. Warum das jetzt auch wieder so ein Shit, ey? Ich werde wahrscheinlich... voll dabei draufgehen, ne?
Na, wisst ihr was? Diese Pyramide sehen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Auf Wiedersehen!